sich allein und doch mit anderen zusammen. So sind wir jetzt vor Gott und beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Immer noch sind die Bänke hier in der Christuskirche leer und ich vermisse Sie und euch alle und den Blick in die Gesichter. Umso mehr freue ich mich über die Möglichkeit der Technik, dass wir doch miteinander verbunden sein können. Und so freue ich mich, dass Sie diesen Gottesdienst jetzt mitfeiern und grüße Sie, wo Sie gerade sind, zu Hause, an den Esstischen oder Schreibtischen oder auch ganz gemütlich auf der Couch. Zusammen wollen wir auf Gottes Wort hören, Gottes Wort und sein Licht in uns aufnehmen und uns daran halten und es weitertragen. Gütiger Gott, hab Dank, dass du mit uns redest, uns tröstest und Mut und Halt gibst. Du säst dein Wort reichlich aus und willst, dass es viel Frucht bringt. Gib, dass wir es nicht vergessen, wenn uns anderes in Beschlag nimmt, dass es nicht erstickt wird von Sorgen und Ängsten, dass wir es nicht aufheben, wenn es uns etwas kostet. Ja, öffne du uns jetzt Ohren und Herz, damit dein Wort auf guten Boden fällt und wir nach deinem Willen leben. Amen. Die heutige Lesung steht im Evangelium bei Lukas im 8. Kapitel. Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und anderes fiel auf gutes Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Misserfolg. Und wir heute? Bloß nicht scheitern.
Darum planen wir alles ziemlich genau. Alles wird kalkuliert, rentiert sich der Aufwand, lohnt sich die Mühe. Ganz anders unser Sämann. Ohne Blick auf Prognosen streut er mit vollen Händen und leidenschaftlichem Wurf den Samen weit über den ganzen Acker. Und genau das imponiert mir an diesem Sämann. Seine Großzügigkeit und seine Leidenschaft, die Trampelpfade und Steine und Unkraut zulassen kann. Sein Vertrauen, dass da schon was aufgehen wird, weil im Samen Kraft steckt. Und seine Geduld und sein Glaube an eine reiche Ernte. Und so kommt es ja auch. Die Frucht ist riesig groß. Liebe Gemeinde, genauso verschwenderisch wie dieser leidenschaftliche Sämann ist Gott. Gott sät immer wieder aus, sein Wort und seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Er streut seinen Samen so großzügig aus, weil er uns so sehr liebt. So sehr liebt er uns, dass er uns sogar die Freiheit lässt, ob und was von seinem Wort und von seiner Liebe von uns aufgenommen wird. Er traut uns die Frucht zu. Auch wenn wir alles von diesem vierfachen Acker in uns selbst finden. Sind ja nicht nur die anderen, die da scheinbar keine Wurzeln haben. Das gibt es ja auch alles bei uns selbst, mal mehr oder weniger. Oberflächlichkeit, dass nichts mehr aufblühen kann. Enttäuschungen, die uns vielleicht steinhart gemacht haben, wo manches von Gottes Wort einfach an uns abprallt. Oder auch Gedanken über Gott und diese Welt, sodass es Gott schwer hat, einen Weg zu uns in unser Herz zu finden, weil sich da immer mehr an diesen Gedanken ausbreitet und es überwuchert diesen Raum, der eigentlich für Gott da sein sollte. Und Gott sei Dank gibt es in diesem Acker in uns drinnen auch den fruchtbaren Boden. Und das ist es, was uns doch allen Zuversicht schenkt. Dieser gute Boden ist da, der Gottes Wort aufnimmt. Und unser Herz bleibt nicht leer. Da gibt es Fülle zu erleben. Und das verspricht jedes noch so kleine Samenkorn. Gott hört nicht auf, seinen Samen auszustreuen. Er sät heute und nächste Woche und morgen und übermorgen und in 10 Jahren immer noch, immer und immer wieder sät er seinen Samen in unser Herz, weil er weiß, es wird, so wie schon ganz vieles aufgegangen ist. Ja, liebe Gemeinde, lasst uns das abschauen von dem Sämann. Lasst uns den Samen, der uns geschenkt ist, weiterstreuen, weitergeben an andere. Unser Einsatz für andere Menschen, alles, was wir für Gott und für unsere Mitmenschen ausstreuen, an Guten, an Liebe, das ist nicht sinnlos. Versuchen wir es mal. Wen wir in der nächsten Woche sprechen, wirklich unser ganzes Ohr zu schenken. Verschwenden wir unsere Zeit an jemanden, der gerade sehr einsam ist. Verschwenden wir aufbauende, tröstende, gute Worte an alle, denen wir begegnen, ob sie uns sympathisch sind oder auch nicht. Und vertrauen wir, es gibt Frucht, reichlich, sogar dort, wo man sie gar nicht vermutet. So wie ein zartes Blümchen, das zwischen Mauerritzen wächst. Und das macht Mut, nicht so sehr auf das zu schauen, was nicht gelingen könnte oder wo wir vielleicht ausgenutzt werden, was uns ärgert, was uns aufregt. Hören wir auf damit zu sagen, war doch alles umsonst oder hat eh keinen Zweck. Bleiben wir unter Gottes Wort. Streuen wir immer wieder neu den Samen von Gottes Liebe aus. Reichlich und verschwenderisch und nicht berechnend. Und überlassen wir, was daraus wird, unserem gnädigen Gott. Amen. Thank you.
Barmherziger Gott, wir danken dir für den Reichtum deines Wortes. Du weißt, manchmal sind wir gefangen in unseren Gedanken, grübeln nach, wie es wohl weitergehen wird. Lass nicht zu, dass wir uns deiner Stimme verschließen. Rühr uns immer wieder an mit deinem Wort, dass wir nicht verzagen und erkennen, was du von uns willst. Die Saat ist ja gesät. Daraus lass uns Kraft schöpfen. Erfüll uns mit Hoffnung auf deine Hilfe und lass uns im Vertrauen zu dir wachsen. Wecke Geduld, Mitgefühl und Hilfsbereitschaft unter uns allen. Und sprich dein heilmachendes Wort zu den Kranken, zu den Trauernden, ja zu allen Notleidenden. Sprich dein Wort zu allen, die sich gerade von der Welt und den Mächtigen vergessen fühlen. Du vergisst niemanden. Dein Wort der Liebe leuchtet über der ganzen Schöpfung. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schenke dir Frieden. Amen.